Sü, hi. Was geht? Ich bin wieder da. Im Inventar heute. Ich war mal so immer dämlich. Bin mal auf Ubisoft reingefallen und habe mich im Shop ausgetobt. Da ist heute, oder war doch immer, weiß nicht wie lange, Rabatte gibt. Und mir gedacht, was soll's. Bin erwachsen, ich kann ja mal 10 ausgeben. Ja, was haben wir dafür ausgegeben? Waffen. Mal gucken. Spaß ausprobieren. Warte, lass mich mal paraden, aber anfangen zu brennen. Yay, lass mich brennen. Kein Ding. Der verbuggte Bogen. Ich frage mich, ob der noch verbuggt ist. Mal kurz ausprobieren, oder? Wir haben ausrüsten. Ausrüsten ist wieder jetzt Inventar. Sieht nicht so aus. Gut. Der war verbuggt wie Sau. Na gut, irrelevant für mich sowieso. Was haben wir benutzt? Den, glaube ich, ne? Anscheinend Ding ist jup. Nochmal. Na, muss mal rumprobieren, wo wir was zusammenbasteln. Oh. Genau so wie das Inventar jetzt auf hier Sets hat. Die ich mir auch wegen immer zum Ausprobieren geholt habe. Vor allem wegen den Gravuren. Also nur wegen Gravuren. Die ich mir dann irgendwohin bauen muss. Na gut. Wie gesagt, man das auch. Muss man gucken. Ansonsten waren wir auf dem Weg. Genau. Scherben sammeln, damit ich meinen mein Speer endlich verbessern kann. Und wir waren auf dem Weg nach Attika. Wir wollten einen Krieg auslösen. Klingt auch falsch, oder? Wir wollten einen Krieg auslösen, damit wir gegen einen Typen kämpfen können, um ihn die Scherbe abzunehmen. Gut, dann lass uns hingehen und Terror machen. Ja, neue Gravuren und die ganzen Sachen. Jum. Ah, das war's. Gut. Ein Wölfchen. Wir brauchen irgendwas zum Anfang. Erstmal müssen wir rüberkommen, da irgendwo Terror machen. Einfach nur Startschwächen. Also, wie geht das am besten? Anführer killen. Los, schwimmen. Ja, und wann auch immer das Video mal irgendwann oben sein sollte, ist das Angebot wahrscheinlich schon lange, 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 lange weg. Seit Monaten wahrscheinlich. Na? Viech. Ach, heia. Ach, heia. Schiffswerf der griechischen Welt. Okay. Das ist mein erster Schnellreisepunkt. Das ist auch ganz gut. Kommen wir später irgendwann mal wieder schneller zurück. Dann wohl. Wait, da hätte ich oben bleiben sollen, wa? Ah, natürlich. Statue von Poseidon. Haben wir nicht schon mal? Wir waren bei einer, die genauso aussieht. Im letzten Gebiet, wo wir waren, oder? Nee, beim vorletzten. Wie hieß der Typ noch? Bei diesen bösen Typen da, keine Ahnung, ich habe den Namen nicht im Kopf. Höker. Da gab es auch einen Hafen mit genau der gleichen Statue, nur in ein bisschen kleiner, glaube ich.
Oh, nicht fallen. Uff, nicht fallen. Ganz knapp. Komm hin. So, habe ich auch was Relevantes gesehen. Ah, ein Staatsführer. Lass ihn einfach umhauen. Brech den Staat. Das ist jetzt gerade mein Ziel. Ansonsten irgendwo was verbrennen und all diese ganzen Sachen. Na, ist doch gut, wenn es eine Festung ist. So ein extra Bonus an Zerstörung. Startschwächung. Voller Knapper. Sehr sinnvoll. Einmal kurz gucken. Vielleicht hat es ja Töte einen Startchen. Was Daily Gedönses. Ja, ja, 5 Tage noch. 1 Tag Zeit. Haie schießen, kein Bock. Ist mir nichts. Das ist direkt jemand. Kopfgeld für einen Politiker. Wait. Moment. Sag mir nicht, dass es wirklich eine Töte den Anführermission hier gibt. Das wäre natürlich witzig. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, so einfach doch nicht. Nein, 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 ich wollte sprechen. Was soll denn das denn? Oh Gott. Oh, wieso ist denn sprechen und attackieren hier die gleiche Taste? Oder ist der Typ der Politiker? Ah, das wird sein. Und wenn nicht, dann nicht. Ich war keine Ahnung. Er hat 0 HP, wurde beschossen. Also wenn er nicht sterben kann, dann muss es aufgeber sein. The fuck. Was genau suchst du? Das weiß ich noch nicht. Ich gucke mal rein, ne? Komm jederzeit wieder. Jo, wir werden mal schauen, ne? So, der Lö. Da haben wir ein paar von den neuen Sachen reingeschmissen. Was immer da war, ich habe nicht genau geachtet. Genau, da fährt er weg. Wollte ihn mal ausprobieren. Und selbst in Brand stecken. Warum das klingt bescheuert. Was das gibt Kampf. Vorher kann man ja schnell einen ausmachen, den man rollt. Wenn ich nicht sofort den Schaden bekomme, dann wäre das eine OP-Wegfotze. Und der Typ ist jetzt problematisch. Rotbestätigung. Jetzt doch, entscheid dich mal. Okay, never mind. Wäre lächerlich. Ich dachte, ich muss erst mit jemandem reden, also habe ich E gedrückt, aber E ist der Niederschlag, was komisch wirkte, und dann steht er endlich als tot, weil er halt noch lebte. Der Schuss aus der Entfernung hat natürlich nicht gezeigt, dass er tot war, weil ich nicht daneben stand. Anyway, lass uns den Start verhauen. Also, ne? Was soll's? Am Ende ist der Anführer ja auch wieder ein Kultist oder sowas. Wäre nicht das erste Mal. Ich glaube, das stimmt am Ende sogar. Festung, das heißt viele Startschäden. That's nice. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ohne mal, ich befehl's, aber. Sorry. Keine Kiste. Wow. Oh. Sieben. Level. Jo, das wird etwas kritischer, aber das kriegen wir trotzdem hin. Wir haben 50er schon verprügelt. Uiuiui. Habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Das wird schon. Das ist nur mit kritischem Hinterhalt oder sowas. Ja, dann auch noch krittet, im Bestfall. Na, was fehlt hier noch? Wartekisten. Kisten. Oh. Das ist doch mal ein Timing.
komm, was soll das denn? Ja, jetzt. Tschüss. Hm. No, I'll take it. Nice. I mean, come on. Ach, ich wollte sagen, die Kisten zählt nicht, die Kisten gelten ja generell nicht. Das ist ein Startschatz, der sollte trotzdem mit uns zählen. So, ich muss reparieren. Das brenne ich, aber kann man ausmachen, okay. Ist da sehr stark dann. Und ich werde sofort gejagt. Wer kommt? Die große Ochse. Wenn du sie nennen willst. Und ich muss gerade sagen, ich hoffe. Oh. Ich weiß nicht, ich hoffe, der Typ hier ist kein, der Anführer hier ist kein Kultist. Wenn ich den einfach umbringe, fällt am Ende die Geschichte dadurch weg. Welche Missionen sind dann weg? Eine Mission dazu da ist, um ihn zu finden und dann... Ich hatte da so einen Verdacht. Du hast viele HP. Nicht das Feuer entzünden. Ach so. 600% Adrenalin, aber was sind Prozente, ne? Gemetzel, wer hat das angerichtet? Niemand. Befehlshaber fehlen alle noch. Wir sind so weit weg. Muss man was schauen? Nein, nein, nicht in Ruhe. Was? Hallo? Ich verschwende gerade meine Zeit. Wobei, na gut, der Start schwächt das auch so. Ich will es wissen.
aus, alles ist verkrochen. Normale Beute, ich sehe keine Besonderheit annehmen. Vielleicht hat doch kein Kultist. Dann bringen wir einfach um und hoffen, dass das auch richtig war. Sage ich. Ignoriere das Level von ihm und so weiter. X. Uh, 5000. Was hast du denn? Moment. Eve an den Makler. Was war denn der Brief an den Makler? Weird. Na, keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendeine andere Mission, von der ich jetzt zufällig das Item schon gefunden habe. Wäre nicht das erste Mal. Oh ja, ich bin aufgelevelt. Das heißt, ihr seid nicht mehr Kategorie Rot. Also nicht wirklich. Ich würde gerne vorher speichern, bevor ich sie angreife. Das kann ja schief laufen. Das heißt, ich müsste aus dem roten Bereich raus. Mein. Na komm. Da kann man nicht drauf verzichten, oder? Das war auch Licht. Ist das die Mauer außerhalb, wenn ich jetzt ein Stückchen hingehe? Steht das als außerhalb? Yes, perfekt. Nicht speichern. Und jetzt werde ich mit das umskillen, weil die zu viel aufeinander sind und meine Bogen-Skills für AOE besser sind. Helm ausblenden. Den ausprobieren. Wie war das? Der hatte jetzt einfach, weil wir so Gift waren. Ja, Standard. Hier wollte man auf das Schwert noch wechseln. Weil ich es kann. Auch wenn ich gerade kein Tier habe. Ich war auch Jägerschaden drauf. Was macht das Schwert Stil? Ja, so, Moment, welche du warst mit Fernkampfschaden, entfernte Ziele, Jägerschaden-Dinge. Genau, da fehlt jetzt das, aber Gift- und Brandschaden. Ich nehme an, das wird funktionieren. Eine einzigartige steht nicht dabei. Oh, wait. Das hier unten mit bei Feuerschaden 60%, Giftschaden. Prozent. Ja, das geht. Wenn ich Giftschaden mache, wird es halt mit zugerechnet. Auch wenn es offiziell nicht. Wird schon klappen. Wird schon irgendwie alles hinhauen. Wenn ich sterbe, muss ich alles normal machen, weil ich vorgespeichert habe. Zu wenig von hier aus. Wow. Ups, wait. Ruhig. Nochmal. Wait, habe ich. Ups, ich habe die falsche Verzauberung auf. Habe ich halt Brandpfeile, was soll's? Ich bin doof. Das reicht überhaupt nicht. Ich würde gerne das Ding vorher manipulieren.
Okay, Rückzug. Immer doch den Bild. Obwohl ich gerade sehe, dass ich eh die falsche Verzauberung drauf habe. Gesucht. Wow. Startstärke fast auf null. Das ist gut. Gehen wir unter den Befehlshaber und jetzt nix Dingus und hauen. Ignorieren alles, was hier so rumkreucht. Oh Gott. Ja, mach mal. War der gerade? Wo ist das? Keine Gnade! Mensch. Komm schon, das kannst du doch so, kleiner Schatz. Zeit zu sterben! Macht mal, ich hab besser. Nein, du bist hier. Ja, das ändert doch alles. Na. Zu Feuerschaden, da habe ich so lange drauf gewartet. Und können wir komplett auf dem Feuer umbasteln. Dann macht wenigstens mehr Damage, gibt es ja mehr Effekt. Tschüss. Oh, da ist was los. Na gut. Wo ist denn hier oben? So, ich, wie war das? Ich muss für ihn kämpfen, oder? Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Und dann? Na komm, vorwärts. Weniger Chaos als ich dachte.
nur einmal so eine Festung zerstört. Nur. Wir verkaufen nur die besten Waren. Da war das schnell. Auch wenn es jetzt nur noch einmal ist für den Kampf. Oder ne? Brandpfeile. Nein, ich wollte Giftpfeile haben, aber ich vertutet. Giftpfeile. Der Tag ist noch jung. Mhm. Wird spannend. Uhu, es wird wie jeder Krieg auf. Hm. Oh, schön. Schiffplatz. Das ist ein neuer Schnellreisepunkt. Noch offiziell offen oder muss ich näher dran? Nein, offiziell da. Und los geht's. Yay. Ella. Ey, Pferdchen, hast du ein Glück, dass meine Fallimmunität auch für dich zählt, ey. Aha. Radstärke minus 10. Ups, der ist ja komplett blabach. Los. Oh, unbekannter. Okay. Moment, wir haben ja den über mir gekillt damit, ne? Ich fehl noch. Oh, Platz 1 jagt mich sogar. Ich sollte den vielleicht noch umbringen. Dann würde noch der fehlen. Na los, komm. Oh. So kurz davor, Platz 1 zu sein. Okay, du bist ein netter Hund. So. Nimm mal kurz. Mal gucken, speichern, los. Nicht, dass das der falsche Kampf ist. Aus welchem Grund noch immer. Auf den Skillen. Bügen. Da war zwar kein Tier dabei, aber egal. Ich würde eh nur wieder sterben. Guten Tag. Deine Anwesenheit ist ein gutes Zeichen. Es heißt, dass Zeus auf unserer Seite ist. Zeus ist nur auf Zeus Seite. Dein Schwert wäre eine große Unterstützung in der Schlacht. Hilfst du uns, die Spartaner nach Hause zu schicken? Mit dem Bogen, ja. Heute kämpfe ich für Athen. Dann kämpfst du auch mit Ehre. Lassen wir die dreckigen Spartaner leiden. Zum Glück ist man Söldner und dadurch neutral. So. So. Was haben wir denn so alles vor uns? Bisschen Ruhe. Du auch. Auseinander!
Na, da ist er doch. Oh, da ist er. Ich werde dir einen schnellen Tod vergönnen. Na, das werden wir sehen. Nerv mich doch nicht mit deinem Schild. Juhu! Lalalala, halt die Fresse, Alter. Also bist du ganz gut. Schweigen. Die Soldaten wie Hauptmänner, geht ja. Für einen normalen Bild. Oh, eine random Mission zu euch noch sonst gemacht. Teilweise zumindest. Sammeln wir ein bisschen die Reste ein. So. Na. Natürlich jetzt nicht, wa? Ah, schade. Ich weiß leider nicht, für was der ist. Na gut, dann ignorieren wir das. So, damit haben wir. Wie viel hatten wir jetzt? 6, 7, 8? 6 von 9. Noch 3. Wir hatten noch offen. Hier oben war eine. So, die haben wir offiziell eh schon gefunden. Ich kann mit der problemlos umhauen, ohne dass noch eine Geschichte dahinter ist.
Dann war hier im Wasser noch jemand, den wir auch offiziell gefunden haben. Also Nummer 2. Und Nummer 3 war, wer war Nummer 2, war der dritte, den wir auch schon offen haben. Ich lese es gerade nicht in meinem Kopfchen. Hier war auch was zu finden. Aber hier. Achso, kann man auch nicht abgeben. Kann ich auch zur Arena gehen, endlich mal. Die Arena könnte ich noch machen und außerdem gibt es den Kultist, von dem wir auch wissen. Da heißt es ja, macht die Arena. 45, theoretisch könnten wir auch... Was war denn hier? Theoretisch könnten wir auch den Typ hier oben jetzt umhauen. Den Oger, der mich damals zerquetscht hat. So viele Möglichkeiten. Oh, hallo. Wo bist du gerade? Hier unten? Nee, die findet man nicht. Gut drauf geschissen. Platz 1. Der hatte mich eben noch gejagt. Ist er noch in der Nähe? Ja, gut. Ich musste halt irgendwie schon auch umhauen. Wenn es mit denen weitergeht. Gut. Bisschen nachgedenkt. Was nie gut ist, aber ja. Dann müssen wir kurz einen Abstecher machen. Das Wort Abstecher ist so komisch in diesem Zusammenhang jedes Mal. Ich bin gerade nicht auf Assassine geskillt, also Abstecher darf man jetzt nicht falsch verstehen. Nein. Typisches, weil man in der Nähe ist, gehabe. Also von mir. Ui, was ist hier los? Lül. Das hat ja eine zeitliche Mission, den hätte ich halt fast mit umgebracht. Ella. Gravur oder nicht Gravur? Nicht? Komisch. Ich erwartet, dass durch den Kopfschuss-Skill ein Gravur links kommt. Also. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Was? Die Ballensilbe oder wer ist das? Weiß ich noch nicht. Gefangener einer. Eine Kiste. Überall hier unten sind Leute. Antike Tafel. Gefangener. Und die Kiste zählt gar nicht. Okay. Geh dahin, sind egal. Na komm. Wo ist die? Ihr seid mir egal. Wo ist die Austragon-Tafel? Was soll denn das? Natürlich ganz am Ende. Wo auch sonst? Oh, ihr seid egal, was soll's. Ach Gott, was mache ich denn hier los? Zeitlupenpfeil habe ich noch mal raus verwirrt. Egal. Ostragon. Angeber. Ach ja. Das Theater in Atrei bringt das Meer zu den Menschen. Zeigt eines der kostbarsten Boote in dieser Region. Du findest mich am Bug. Theater in Atrei.
Doch, hier ist Part 3 oder sowas, oder? Weil ich hier sehe, kann sonst keine... Das ist der einzige Hafen hier. Jetzt also hieß das Land hier nicht bla bla Schiffswerk von? Hier ist so wenig Hafen. Nein. Wie ihr da. Dann, ihr ein Glück. Hallo. So, schnell. Hey, kann er doch Deutsch. Das meine ich. Macht sein AFK-Gerede, bla bla bla. Und dann, sobald er mit mir redet, oh ja, ich spreche übrigens Deutsch. Egal. Und du, weil du dazugehörst. Ärger. Okay. Die halten echt viel aus mittlerweile. So. Pferd. Oh, ein Pferd. Bewegung! Komm schon! Ein nächster kurzer Abstecher. Inoffiziell. Müsste hier irgendwo sein. Gut. Aha, ihr seid tot. Ich bin gemein. Ja. Oh, schon wieder sowas. Oh, ich muss einfach. Wie kann man da wohl Sachen schießen? Na. Okay. Los geht's. Ich warte immer auf Gravurenfortschritte. Dieses, ne, tötet 3 innerhalb von 10 Sekunden oder sowas. Was man 100 Mal machen muss, damit man die Gravur für das schnellere ziehen oder sowas. Freischalten. 100 wäre schön. Mehr 500. Aber gut. Prinzipiell. Oh, hallo Bärchen. Ich hab doch noch einen Skillpunkt über, oder? Moment. Mach das mal schnell, darf ich vorher das tun? Nicht, dass es nicht im Nachhinein registriert. Nicht tödliche Pfeile. So. Dann hat es wegen Sinn, dass ich dieses Schwert hier habe. Wieso leuchtet das Schwert übrigens so? Egal. Noch weiter Feuer. Normaler Feuer. Bin ich denn gerade? Bin ich richtig oder falsch? Scheinbar bin ich nicht so ganz richtig. Oder? Eigentlich müsste hier was sein. Nicht nah genug dran fürs Fragezeichen, ja. Na los. Da ist es. Wahrscheinlich. Ich. Los. Klimpern ist ein bisschen Musik. Ho, ho, ho. Jetzt habe ich doch ein Skyrim-Pferd. Ach. Nein, natürlich nicht, aber hey. Los. Na, was? Besoffen oder sowas? Hätte ich das... Ella. Schon wieder.
Oder ist eine Fliege im Weg oder sowas, die den Path blockiert. Oh, Scheiße. Ho, ho! Dachte gerade. Oh ne, das war meiner. Verdammt. Ich fühle mich verarscht. Das Ding, aber wo ist der Eingang? Oh, wir können ja mal ein Bügelchen benutzen. Ah, schauen, da ist es. Komm schon. So einfach wäre es gewesen. Und los. Ein Grab. Okay, und da hinten ist irgendein random. Egal. Ah, da ist das schon. Irgendwelche Sachen nebenbei finden. Klein Kistchen, egal. Licht. Und Schlangen. Natürlich Schlangen. Rückweg. Schlangen. Okay. Ratten. Wenn ihr das alles findet. Fallen. Türen zum Eintreten. Für Wände zum Einschlagen, genau genommen. Schon verirrt, aber egal. Ach, so ein Bomben irgendwo. So verirrt ist man doch nicht. Hm, cool. Oh. Ich dachte gerade, ich brenne. Hm. Ach, verdammt. Du durch. Ah, ich hätte den Reisepunkt hier holen sollen. Wobei. Neues. Ach, Häfen sind toll. Und wenn man sie nur dafür benutzt. Die Jagd ruft, mein Freund. Drei. Yep. Da ich war. Eigentlich wollte ich gar nicht hier sein. Warum halte ich hier gerade an? Die Leute bauen hier anscheinend gern Boote. Naja. Bauen wir kurz die Schmiede noch an. Hey, warum nicht? Eine Sache hat der Händler sogar. Nichts Relevantes, aber. Goldenes. Yay. Nackter Oberkörper. Wait. Natürlich nur für den Mann. Hab einen guten Tag. Aber. Man muss ja mal kurz googeln. Was? Achso. Theoretisch das Ding. Warum auch immer es diesen Skin gibt, ne? Oh, kommt was. Deswegen ist jemand über mir. Nix. Die Bruder. Was? Bruder Hüterin. Könnte es interessant sein. Wie viel Schaden? Ach, dummes Viech ab.
Wollt ihr denn von mir, ey? Ihr habt doch nichts mit mir zu tun hier. Dann leck mich doch am Po noch, ey. Mein Bärchen gekillt. Frechheit. Du bist stark. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. Du sahst nach interessanten Stats aus, sagen wir es mal so. Tja. 28 Leder, wow. Na gut, ist ein Bär. Irgendwie, ich weiß, cool, heute nichts Sinnvolles gemacht haben. Na gut, wir haben einen Kultisten gekillt, aber... Und den Stab gestürzt dabei, um das zu tun, aber hey. Ja. Wirklich vorangekommen sind wir aber nicht in der Jagd. Missionstechnisch auch nicht. Weil ein schlechtes Gewissen. Naja, hey. Das haben wir schon Aussichten. Wurde ich ja die Schiffswerft besuchen wegen Ostragon, Ostragon-Rätsel. Ostragon? Ogastron? Ich vergesse das jedes Mal. Na, na, munter da. Wieso hat das Spiel nicht keinen Sprint-Button? Das ist wirklich schnelle Lauf. Weil sie mit Ausdauer, die läuft auch so seit Tagen und Wochen ununterbrochen. Nein, es war kein gewollter Reim. Unfertiges Schiff oder sowas brauche ich. Weiß noch nicht genau. Militärwerft. Was war das da drin? Menschen zeigt einen kostbare Boote in der Region. Okay. Das Theater. Ach ja, bringt das ganz gut. Menschen das zeigt. Boote in der Region. Theater, Boote, Region. Wait. Ich bin mal so frech. Ups. Ich bin so richtig frech. Immer so, als wärt ihr nicht da. Was? Ich mach mich unsichtbar. Nicht, okay. Aua. In Ruhe, ich habe mich angestellt. Bin aber durchgelaufen, nichts anderes. Na, hoch, 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 lauf! So aggressiv sein müssen. Warum? Dann sterbt ihr und dann, naja, dann war's das auch wieder für euch. Lass
du hältst sehr viel auf. Immer Zivilist, der sich einmischt, warum auch immer. Und ich hoffe, dich hier nicht umzubringen. Deswegen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ist er nicht bekannter oder unbekannter? Naja, selber schuld. Hättet ihr mich nicht angreifen müssen. Entsende meine besten Grüße an Hades. Helm des Agamemnon. Agamemnon. Wo bist du? Du warst das. Ja, schade. Eigentlich echt schade. Dich haben wir noch nicht gefunden, aber du hast dich jetzt mir aufgezogen. Ja, so seid ihr nun mal. Also, okay. Machaon, der Gefürchtete, die Silberhörner. Die Laufbahn von Machaon, dem Gefürchteten im Kult, begann wie viele andere. Er opferte dem Kosmos sein Reichtum, doch er wurde nicht erhört. Eines finsteren Nachts opferte er sein einziges Kind an seine Diener. Nichts. Deshalb zielte Machaon darauf dann darauf ab, die gesamte griechische Welt zu opfern. Der Kosmos hörte nichts davon. Fand schlaue Spionin Machons Umfeld sehr wohl. Es klingt so, als wäre er gar nicht wirklich Mitglied gewesen, mehr so ein Fanboy. Das ist erbärmlich oder sowas. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Das heißt, er hat den Kosmos angebetet, also weil er einfach davon wusste, anscheinend. Einfach so. Oder hat er einfach irgendwie blind gehofft, dass irgendjemand Größeres über ihn steht und ihn sieht oder sowas. Nicht direkt dieser Kult, sondern irgendjemand. I don't know. Was haben wir denn? Warum hier? Mera. Heiligtum. Dann ist das hier. Brief von Weisen an Machaon, den Gefürchteten. Machaon. Wir haben eine Ratte unter uns. Einen Mann namens Litos, finde ihn, töte ihn. Erstatte mir in Achaia persönlich Bericht. Du wirst in meiner Schuld stehen. P. Ob der mich zu ihm geführt hätte oder. Ich weiß nicht. Wie gesagt, der hat mich angegriffen. Blöd gelaufen. Schade drum. Da war ich nur auf der Suche nach etwas, was ich immer noch nicht gefunden habe. Immer noch nicht? Na gut. Was zu lange dauert, finden wir es beim nächsten Mal. Nicht falsch ausgerüstet? Ich habe so kleine Zahlen. Ha. Never mind, die Zahlen sind groß genug.